Läuft da was zwischen Anna Ermakova und Florian Silbereisen? Das dürften sich die Schlagerfans nach der gemeinsamen Performance der beiden am Samstag fragen. Beim Schlagerboom Open Air in Kitzbühel sorgten die beiden mit ihrem Duett für einen romantischen Höhepunkt. Die Live-Show wurde aufgrund des Unwetters abgesagt und die Zuschauer bekamen im TV die Aufzeichnung der Generalprobe vom Freitag zu sehen. Gemeinsam performten Florian Silbereisen und Anna Ermakova den Liebessong Something Stupid, umgeben von einer atemberaubenden Kulisse aus roten Rosen. Die Chemie zwischen den beiden war unverkennbar. Ihre gefühlvollen Blicke und die Art, wie sie während des Songs Händchen hielten und tanzten, ließen das Publikum in Kitzbühel dahinschmelzen. Fast schon beschützend legte Flori außerdem seine Jacke um Anna. Vom Schlagerstar sind wir solche Aufnahmen gewohnt, allerdings mit einer anderen Duettpartnerin. Denn immer wieder zeigt sich Flori mit Beatrice Egli innig auf der Bühne. Nicht zuletzt deshalb gibt es immer wieder Spekulationen um eine mögliche Beziehung der beiden. Die Performance von Silbereisen und Ermakova beim Schlagerboom war so heiß, dass es aus dem Publikum danach direkt eine Frage zu Annas Liebesleben gab. Auf die Frage danach, wie ihr Traummann denn sein müsse, erklärte die Let's Dance-Gewinnerin: "Für mich ist das Wichtigste das Herz, nicht das Aussehen." Offiziell sind sowohl Anna Ermakova als auch Florian Silbereisen momentan Single. Auch wenn auf der Bühne zwischen den beiden die Funken nur so sprühten, kamen sich die Sänger wohl nur für den Auftritt so nahe.